Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie das Magnetfeld um einen stromdurchflossenen Leiter aussieht bzw. was man damit machen kann. Dass ein stromdurchflossener Leiter ein Magnetfeld hat, wissen wir seit 1820, wo Hans Christian Ørsted zufälligerweise bei einer Vorlesung entdeckt hat, dass ein stromdurchflossener Leiter von einem Magnetfeld umgeben ist. Dies habe ich aber in einem extra Video bereits gezeigt und jetzt gucken wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Dazu habe ich einen stromdurchflossenen Leiter. Hier ist noch so eine Plexiglasplatte und wir gucken uns hier dieses Stückchen an. Das hier ist ein Salzstreuer oder so ähnlich, nur dass hier Eisenspäne drin sind. Und dann habe ich hier noch einen Kompass versteckt. So. Schauen wir mal, ich habe jetzt hier, jage ich 20 Ampere durch, also eine Stromstärke 20 Ampere, von 20 Ampere und gebe hier etwas Eisenspäne drumherum. So, jetzt helfe ich dem Ganzen ein bisschen. Und kann eigentlich wieder ausschalten. Und wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen besser in die Kamera halte, sieht man eigentlich sehr schön die Ringe, die sich da drum gebildet haben. Wenn man das ein bisschen genauer haben möchte, hier ist Minus, hier ist Plus, dann nimmt man die linke Hand, in dem Fall auf diese Art und Weise, und der Daumen zeigt in die Richtung, in die sich die Elektronen bewegen, und die Finger zeigen, wie rum das Magnetfeld ist. Das heißt, es ist sozusagen im Uhrzeigersinn. Um diese Aussage zu überprüfen, habe ich hier diesen Kompass, den ich hier nebendran stelle. Und jetzt schalte ich nochmal den Strom ein. Und wie man sieht, richtet er sich tatsächlich auch so aus, dass die Norden der Magnetnadel sozusagen auf mich zeigt. So, dann stellen wir das mal beiseite und gucken uns an, was passiert, wenn man diesen Draht biegt zu einer Schleife. Hier habe ich meine Schleife und das gleiche nochmal. Ich gebe hier wieder 20 Ampere drauf. Und Eisenfallspäne. So, wieder ein bisschen klopfen. Ich kann ausschalten. Und wenn ich das hier wieder besser in die Kamera halte, sieht man eigentlich sehr schön das Muster, was sich gebildet hat. Ich kann das eigentlich auch wunderbar erklären mit meiner linken Hand, die sich ja praktisch hier einmal am Draht entlang fährt und die Finger, die deuten immer durch den Draht. Das heißt, wenn ich hier meinen Kompass wieder hinlege und kurz einschalte, dann so, jetzt zeigt er auch richtig rum. Ich kann ja mal wieder ausschalten und schon dreht er sich weg und wenn ich wieder einschalte, genau, zeigt das Magnetfeld praktisch hier durch den Ring durch. Gut, dann noch einen weiteren Versuch. Das stelle ich auch wieder beiseite und habe hier jetzt ganz viele Wicklungen. Gleiches Spiel. Strom von 20 Ampere. Und wir machen ein bisschen Eisenfallspäne drauf. Ein bisschen klopfen. Und
Und dann schauen wir uns das Ganze ganz vorsichtig nochmal genauer an. Und hier sieht man eigentlich wunderbar, wie sich das Magnetfeld hier entsprechend durch die Spule. Das heißt, was ich jetzt hier habe, ist letztendlich ein Elektromagnet, einfach ein gewickelter Draht. Und Magnetfeld müsste eigentlich hier rausdeuten. Prüfen wir das Ganze mal. Mal einschalten. Und simsalabim, es stimmt. Soweit, so gut.